18. Jahrhundert. Ein Kampf unter den Mächtigen bahnt sich an. Der Papst, der Vertreter Gottes auf Erden, ringt um die Einheit der Kirche. Der König von Frankreich will die absolute Macht, dafür braucht er Geld. Ihm zu Diensten sein Kanzler, dem jedes Mittel recht ist. Er soll geopfert werden, das Oberhaupt der reichen und mächtigen Tempelritter. Er wird den Prozess führen, der Inquisitor. Ein Brief an den König bringt den Stein ins Rollen. Diktiert von einem Denunzianten. Der Mann ist Tempelritter und sitzt wegen krimineller Machenschaften im Gefängnis. Er will seine Haut retten. Seine Ordensbrüder beschuldigt er schlimmster Verbrechen. Man spricht Lateinisch. Die Templer haben, so sagt er, trotz ihres Keuschheitsgelöbnisses sexuellen Verkehr. Und zwar untereinander. Die angeblichen Verbrechen der Templer erschüttern das Land. In den Schaltzentralen der Macht wird ein Coup gegen sie vorbereitet. Mit brachialer Gewalt geht die Staatsmacht vor. Überall im Land werden Verhaftungen vorgenommen. Es regt sich kein Widerstand. Aus Klöstern, Kirchen und Gutshäusern holt man die Tempelritter heraus. Nur wenige ergreifen die Flucht. Die Staatsmacht ist völlig überrascht. Ohne Gegenwehr lassen sich die militärisch gut ausgebildeten Ritter abführen. Man wirft ihnen Ketzerei vor. Darauf steht die Todesstrafe. Bis zu diesem Tag galten die Tempelritter als Garanten der christlichen Ordnung. Doch jetzt werden Hunderte, Tausende verhaftet. Zuerst in Frankreich, dann in anderen Teilen Europas. Waren sie wirklich Ketzer? Oder suchte die Staatsmacht nur einen Vorwand, um ihre Macht zu brechen? Bis heute wird gerätselt, wie die Vernichtung der Templer so reibungslos gelingen konnte. Geben die Protokolle der Gerichtsschreiber Antwort auf diese Frage? Angeklagter und Kronzeuge ist der letzte Großmeister des Templerordens, Jacques de Molay. Auf ihn wird es ankommen. Das Inquisitionstribunal. Geht es allein um die Wahrheit oder inszenieren die Handlanger der Macht einen Schauprozess, wie ihn der Künstler dieses Gemäldes darstellte? Anhand der Originalakten machen wir uns auf die Suche nach der Wahrheit, rollen den Prozess noch einmal auf. In den Kerkern der Inquisition warten die Angeklagten auf ihren Prozess. Ihnen droht die Hinrichtung auf dem Scheiterhaufen. Rom, Zentrum der Christenheit. Das Geheimarchiv des Vatikans. Hier forscht die Historikerin Barbara Frale, Expertin für mittelalterliche Geschichte. Sie untersucht die Rolle des Papstes bei der Verfolgung des Templerordens. Bei ihrer Suche entdeckt sie eine Sensation. Ein Dokument aus dem Nachlass von Papst Clemens V. Vor zwei Jahren stieß ich im Geheimarchiv des Vatikans auf ein unbekanntes Dokument, das man seit Jahrhunderten verloren glaubte. Der Fund ist revolutionär, weil er die bisherige Sicht auf die Vorgeschichte des Prozesses völlig umwirft. Man war sich bisher sicher, dass der Papst die Templer für schuldig hielt. Jedoch spricht in diesem Pergament der Papst im Gegenteil von der Unschuld des Großmeisters der Templer und anderer hoher Würdenträger. Kommt erst jetzt, nach fast 7 Jahrhunderten, die Wahrheit ans Tageslicht? Die Templer, Opfer eines gewaltigen Justizmordes? Woher kommen die Tempelritter, die bereit waren, ihr Leben dem Orden zu weihen? Nur wer von Adel ist, kann aufgenommen werden. Die große Glanzzeit des Rittertums ist vorbei. Nicht wenige werden Raubritter oder verdienen sich auf Turnieren ihren Lebensunterhalt. Schaukämpfe eines Standes, der sich im Niedergang befindet.
Aus verarmten Rittern und den Zweitgeborenen, die kein Erbe erwarten können, rekrutiert sich der Nachwuchs. Aus Wüstengesellen werden Mönchsritter, bewaffnete Ordensleute im Dienst der Christenheit. In ganz Europa treten sie dem Templerorden bei. Kein Land, wo sie nicht vertreten sind. Der Orden wächst zu einer internationalen Organisation. Sie ist aufgeteilt in Kommandanturen, Befehlseinheiten. Manche bestehen nur aus 5, 6 Ordensbrüdern, andere aus Festungen, mit mehreren 100 Mann Besatzung. Die Temple Church im Herzen von London, eines der am besten erhaltenen Bauwerke aus der Templerzeit. Hier sind Tempelritter bestattet, die an den Kreuzzügen ins Heilige Land teilgenommen haben. In christlicher Mission waren sie in den Krieg gezogen. Das Gebot, du sollst nicht töten, war außer Kraft gesetzt. Wer einen Andersgläubigen umbrachte, handelte im Auftrag Jesu. Wer starb, gelangte direkt ins Himmelreich. Es gab 2 Gründe, warum die Templer so mächtig waren. Zum einen gab es ein ideales Motiv. Sie verkörperten den Heiligen Krieg, gaben ihr Leben, um das Heilige Grab und Jerusalem zu verteidigen. Und zweitens gab es ein ökonomisches, ein materielles Motiv. Der Orden war äußerst wohlhabend. Das bedeutet, im Lauf von 200 Jahren haben Christen ihnen Ländereien, Geld und Güter geschenkt, um den Kreuzzug und die Verteidigung des Heiligen Landes zu finanzieren. Ihr Aufstieg beginnt mit den Kreuzzügen. Am Ende des 11. Jahrhunderts sammeln sich Ritter, um nach Palästina zu ziehen. Religiöser Fanatismus treibt sie, die Muslime zu vernichten. Ein schwer bewaffnetes Heer zieht nach Osten, um das Heilige Land von den Ungläubigen zu befreien. Tausende folgen vom Jahr 1096 an dem Aufruf, am Kreuzzug teilzunehmen. Ritterheere brechen auf, um in 7 großen Zügen auf dem Landweg in den Orient zu ziehen. Später wird der Weg übers Meer genommen. Eine kleine Truppe von Kreuzrittern übernimmt den Schutz der christlichen Pilger vor Überfällen im Heiligen Land. Sie ist die Keimzelle des Templerordens. Das furchtlose Schutzkommando wächst in wenigen Jahren zu einer schlagkräftigen Armee heran. Ihr Mut wird bald Legende. Eher lässt sich ein Tempelritter töten, als dass er im Kampf gegen Türken und Sarazenen aufgibt. Im Zeichen des Kreuzes wird ein Krieg geführt, in dem Tausende den Tod finden. Jerusalem wird in einem Blutbad von den Kreuzrittern erobert. In der heiligen Stadt entsteht das Verwaltungszentrum der Tempelritter. Hier ist der Sitz des Großmeisters, der unbeschränkte Autorität genießt. Nur der Papst steht über ihm. Strenge Ordensregeln fordern blinde Gefolgschaft und unbedingten Gehorsam. Kein Untergebener weiß im Voraus, welchen Dienst er übernehmen und wann und an welchem Ort er eingesetzt wird. Die Charakterstärke jedes Einzelnen wird immer wieder neu auf die Probe gestellt. Die Versorgung des Ordens im Heiligen Land muss geregelt werden. So entstehen die ersten Banken. Eine Geldeinzahlung, in Frankreich vorgenommen, kann in Jerusalem ausgezahlt werden. Konten werden eingeführt. Der bargeldlose Bankverkehr ist erfunden. Eine der Grundlagen für den Reichtum des Templerordens war geschaffen. Paris. In der französischen Metropole lag die europäische Zentrale der Templer, deren Orden in ganz Europa Niederlassungen hatte. Im Nationalarchiv Frankreichs werden die Dokumente der Templer aufbewahrt. Geben die Schriften Informationen über ihren Reichtum? Es steht fest, dass sie große Reichtümer besitzen, die sich auf die Ausbeutung von Hunderten von französischen, aber auch anderer wie spanischer oder englischer Güter gründet.
Dieser Reichtum war für die Versorgung des Heiligen Landes und den Kampf um seine Befreiung bestimmt. Der größte Hafen des Mittelalters in der südfranzösischen Stadt Aigues-Mortes. Heute ist das Hafenbecken verlandet. Hunderte von Schiffen treten von hier alljährlich die Reise nach Osten an. Mehrere Wochen dauert die Überfahrt ins Heilige Land. Seit der Eroberung werden Wallfahrten nach Jerusalem organisiert. Die Templer wittern eine lukrative Einnahmequelle. Sie gründen eigene Reedereien, übernehmen den Transport auch für christliche Pilger und gewähren ihnen sicheren Begleitschutz. Von Europas Westen bis an die Küsten Palästinas gründen sie Stützpunkte. Der Orden expandiert. In allen Wirtschaftszweigen sind die Ordensbrüder erfolgreich. Auf ihren Ländereien führen sie neue Anbaumethoden ein. So gelingt ihnen die Produktion großer Überschüsse. Ein strenges Regelwerk ordnet den Arbeitstag, unterbrochen nur vom Kirchgang. Die militärische Hierarchie regiert. Allein in Frankreich werden 1200 Kommandanturen unterhalten, zu denen Gehöfte und Kirchen, ja sogar ganze Städte gehören. Im Templerorden verbinden sich das weltliche Leben mit den geistlichen Ansprüchen der Zeit. Die ritterlichen Eigenschaften der Krieger und die spirituelle Kraft der Mönche in einer Person. Die Vereinigung von Ritterstand und Geistlichkeit ist eine Revolution. Beten und kämpfen. Die Verbreitung des Christentums mit Waffengewalt. Das äußerst spartanische Leben in den Kasernen härtet die Berufskrieger ab. Ein Schlafsaal für 30 Ritter. Wie viel jeder von ihnen an Kleidung und Waffen besitzen darf, ist genau festgeschrieben. Persönliches Eigentum muss dem Orden übergeben werden. Der Orden der Tempelritter ist ein Armutsorden. Und dennoch ist er so vermögend, dass ihm sein Reichtum zum Verhängnis wird. Diesen Reichtum vor Augen sucht Frankreichs machtbesessener König Philipp IV. Nach Wegen, den Orden zu enteignen. Sein Gegenspieler, der Papst in Rom, Boniface VIII. Er stellt sich vor die Templer, weist den König ab und verstößt ihn schließlich aus der Kirche. Doch als Philipp die Nachricht von seiner Exkommunikation erhält, reagiert er gelassen. Was nutzt ihm eine Kirche, die von Rom aus in sein Land hinein regiert und von deren Steuern er keinen Pfennig sieht? Philipp IV., genannt der Schöne, entscheidet sich, den Machtkampf aufzunehmen. Er ist ein Meister des Verrats und der Intrige. Er verleumdet den Papst als sittenlosen Ketzer. Dann lässt er ihm auflauern. Er schickt seinen Kanzler nach Italien, um die Angelegenheiten zu regeln. Nogaret, die graue Eminenz. Er soll den Beweis herbeischaffen, dass der Papst ein Ketzer ist. Angeblich pflegt er den Umgang mit Geistern. Man will gesehen haben, wie der Papst einen Dämon in einer Wolke anbetete. Nogaret setzt einen Häscher auf den Papst an. Dann lässt er zuschlagen. Der Papst wird, wie es heißt, mit eisernem Handschuh geschlagen. Dann gepackt und getreten. Das Unternehmen ist ein voller Erfolg. Boniface VIII., schwer gedemütigt, erholt sich nicht mehr und stirbt 3 Wochen später. Das Attentat von Annani, nach der päpstlichen Residenz in Italien benannt, macht den Weg frei für den Angriff auf die Templer. Mit einem Papst als Widersacher hätte der König von Frankreich keine Chance gehabt, die Macht der Templer zu brechen. Der Historiker Jean de Richecourt hat das taktische Vorgehen des Königs untersucht. Am Anfang war da Nogaret, der immer die grundsätzliche Planung übernahm. Also zuerst die Affäre gegen Boniface VIII.,
das heißt das Attentat von Anani. Dann war er es, der alles Notwendige veranlasste, um zuerst die Templer zu verhaften und schließlich den Prozess zu führen. Während in Frankreich der König Pläne gegen die Templer schmiedet, leben sie, ohne Ahnung von dem, was sie erwarten sollte, auf der Insel Zypern. Nach der Rückeroberung des Heiligen Landes durch die Muslime hatten sie dort Zuflucht gesucht. Hier erreicht im Jahr 1305 den Großmeister Jacques de Molay ein höchst beunruhigendes Schreiben. Ungeheuerliche Vorwürfe gegen seinen Orden werden erhoben. Es soll zu Fällen von Gotteslästerung und unzüchtigen Handlungen gekommen sein. Das Oberhaupt des Templerordens verlässt daraufhin Zypern und reist nach Frankreich. Die Situation wird nun für die Templer zunehmend bedrohlich. Immer schrecklichere Gerüchte werden verbreitet. Was geschieht wirklich bei der geheimnisvollen Aufnahmeprozedur, die noch Jahrhunderte später mit schwarzer Magie und Geisterbeschwörung in Verbindung gebracht wird? Jeder Kandidat muss sich tatsächlich bestimmten Ritualen unterwerfen. Diese Rituale bringen den Templerorden in Verruf. Höhepunkt der Zeremonie: das Anlegen des Mantels, das Zeichen der Aufnahme in den Orden. Der Meister belehrt den Neuen über seine Pflichten. Dann der Kuss auf das Kreuz und der Bruderkuss. Um obszöne Praktiken und Homosexualität wird es später im Prozess gehen. Das Ordenssiegel der Templer, zwei Ritter auf einem Pferd, Zeichen gleichgeschlechtlicher Liebe. Auf Homosexualität steht der Tod. Gegen die ungeheuerlichen Anschuldigungen kann jetzt nur noch einer helfen, der neue Papst. Mit Clemens V. besteigt ein Franzose den Heiligen Stuhl. Die Burg von Roquetaillade in Westfrankreich, gebaut von Papst Clemens V. Bis heute leben seine Nachfahren an diesem Ort. Bei der Papstwahl hat der französische König seinen Einfluss geltend gemacht. Wird ausgerechnet sein Kandidat die Templer schützen? Eine Familienangehörige des Papstes lebt in dem Schloss, Gräfin Bariteau di Carpier. Wie aber kommt es, dass ein Papst eigene Kinder hat? Solche Fragen waren für die Menschen im Mittelalter leicht zu beantworten. Die Geistlichkeit musste Gelöbnisse ablegen. Für die Frauen hieß das Keuschheit und Heiratsverbot. Für die Männer nur Heiratsverbot. So fing das alles an. Der Papst ließ Schloss Roquetaillade für einen seiner Söhne bauen. Dessen Nachfahre in der 25. Generation lebte hier bis zu seinem Tod vor wenigen Jahren. Und mit diesem Nachfahren war die heutige Schlossherrin verheiratet. In diesem Bett, so will es die Familienüberlieferung wissen, soll der Papst geschlafen haben. So haben sie Kinder bekommen. Wenn das nicht so gewesen wäre, gäbe es uns nicht. Ich erinnere, als ich meinen Mann kennenlernte, dass ich sagte: Wie ist das passiert? Wie kommt das, dass du von einem Papst abstammst? Er wollte auf dieses Thema nicht eingehen. Aber meine Schwiegermutter sagte mir, es gibt andere Familien, von Adel, mit Titeln und so weiter, die abstammen von ich weiß nicht wem. Aber sie sagte, wir sind was Besonderes. Wir stammen von einem Papst ab. Der neue Papst, der seinen Sitz von Rom nach Avignon verlegt, gerät zwischen die Fronten. Wie soll er auf die Anschuldigungen gegen die Tempelritter reagieren? Der Denunziant hatte glaubhaft versichert, dass die Templer Ketzer waren. Frech erinnert er daran, wie viel Geld ihm für die Aussage versprochen wurde. Dann bittet er darum, dass man, wie verabredet, seine Aussage dem König zuspiele. Mit den schweren Anschuldigungen erkauft sich der Mann seine Freilassung. Der Auftritt des Zeugen ist ein abgekartetes Spiel, hinter dem der König steckt. Die eingefädelte Intrige verfehlt ihre Wirkung nicht.
Den Bischöfen und Fürsten liegt nun eine offizielle Anzeige von Ketzerei vor. Sie müssen von Amts wegen reagieren. In ganz Europa werden die Autoritäten über das Ausmaß der Verbrechen informiert. Und nun lässt sich der König das als Neuigkeit vortragen, was er selbst in Umlauf gesetzt hat. Unus cum altero habitet carnaliter, wenn einer sich mit dem anderen fleischlich vereinigt. Auch der Papst liest das Protokoll mit Schrecken. Der Großmeister ist tief getroffen. Was sollen die Vorwürfe bezwecken? Die Stadt Poitiers im Westen Frankreichs. Hier kommen Papst und König zusammen, um die peinliche Situation zu beraten. Der König weiß genau, die Kirche, die über großen Reichtum verfügt, wird er nicht enteignen können. Wohl aber den Templerorden, wenn er es geschickt anstellt. Philipp der Schöne hatte die Einigkeit vieler Bischöfe aus Frankreich erzwungen und Papst Clemens V. gedroht, Frankreich von der katholischen Kirche zu trennen, sollte dieser den Templerorden schützen wollen. Die Erpressung lautete also entweder die Einheit der Kirche oder der Templerorden. Der Papst zögert. Soll er die Templer ans Messer liefern, wie der König verlangt hat? In der königlichen Machtzentrale wird zum nächsten Schlag ausgeholt. Eine lange Liste über die Vergehen der Templer wird zusammengestellt. Sie beten einen Dämon an anstelle Gottes und huldigen einem Götzen. Der Papst gerät in eine ausweglose Lage. Clemens V. beschützt die Ketzerei der Templer. Folgerichtig heißt das, stellt er sich schützend vor die Templer, wird er selbst zum Ketzer. Als genügend Anklagepunkte gesammelt sind, schreibt Nogaret dem König: An Philipp, durch Gottes Gnaden, König von Frankreich. Uns ist zu Ohren gekommen, dass die Templer, wie Wölfe im Schafspelz, bei der Aufnahme in den Orden dreimal Jesus Christus verleugnen und ganz nackt den, der sie aufnimmt, aufs Gesäß, auf den Nabel und auf den Mund küssen. Mussten die Templer in den Aufnahmeriten wirklich auf das Kreuz spucken? Eine solche Sünde kann nur mit dem Tod bestraft werden, wie die anderen obszönen Praktiken, von der die Klageschrift spricht. Sind die im Verborgenen praktizierten Aufnahmerituale eine bloße Erfindung von den Feinden der Templer? Der Templer musste mit dieser Probe seinen Charakter beweisen, musste stark bleiben. Wenn die Oberen einen jungen Mann mit Autorität, mit starkem Charakter fanden, dann wiesen sie ihm militärische Aufgaben zu. Wenn er jedoch schwächlich oder furchtsam reagierte, gab man ihm harmlose Aufgaben, zum Beispiel in der Verwaltung der Kommandantur. Der infame Plan des Königs geht auf. Unter größter Geheimhaltung wird die Verhaftung der Templer vorbereitet. Briefe werden an alle Polizeipräfekturen des Landes verschickt. Haftbefehle, deren Siegel erst zu einem bestimmten Zeitpunkt gebrochen werden dürfen. Die Originale sind erhalten. Hier der Vorwurf der Sodomie, das gebräuchliche Wort für Homosexualität. Im Kern wusste man genau, dass der König im Geheimen die Verhaftung der Templer vorbereitete. Und dass die Verhaftung am gleichen Tag im ganzen Königreich stattfinden würde, kündigte ein Rundbrief an. Alle königlichen Ämter waren informiert. An ein und demselben Tag wurden alle Templer aller Kommandanturen Frankreichs verhaftet. Obwohl die bevorstehende Verhaftung durchsickert, ist die Aktion ein logistisches Meisterstück. Und ein voller Erfolg. An Hunderten von Orten werden die Ordensmitglieder gleichzeitig festgenommen und in die Kerker gesperrt. Bis zum Prozess vergehen Wochen. In der Hoffnung und im Vertrauen auf die Hilfe des Papstes harren die Templer in den Kerkern aus. Nicht selten sind sie Gefangene in ihren eigenen Festungen. Chinon. Das Gefängnis der Templer in einem meterdicken Turm. In diesem Kerker war Jacques de Molay eingesperrt.
Von hier aus wird er vor das Tribunal geführt. Das Blutgericht der Inquisition. Jacques de Molay. Wird er den Vorwurf der Ketzerei, den Vorwurf, Jesus verleugnet zu haben, zurückweisen? Der Bruder Humbert forderte mich auf, Jesus am Kreuz zu verleugnen. Und zu meinem Bedauern habe ich es getan. Und dann verlangte er, ich solle aufs Kreuz spucken. Wie oft? Nur einmal, ich erinnere mich genau. Das Unglaubliche geschieht schon am Anfang des Verhörs. Jacques de Molay gesteht, ein Ketzer zu sein. Hatte man ihm mit der Folter gedroht? Hoffte der Großmeister, dass sein Opfer den Ordensbrüdern die Freiheit geben würde? Dann hätte er sich verrechnet, denn die Kerker bleiben weiterhin versperrt. Wer nicht das aussagt, was die Inquisition hören will, bekommt die Folter zu spüren. Im damaligen Rechtsverständnis ein legitimes Mittel, um die Wahrheit aus den Gefangenen herauszubekommen. Eine unter der Folter gemachte Aussage hat nicht weniger Gewicht als eine freiwillige. Die Vorwürfe sind bei allen Angeklagten dieselben. Die Templer verlangten von den neuen Brüdern, dass sie aufs Kreuz spucken oder auf das Antlitz Christi, dass sie Jesus verleugnen, dass sie das Kreuz auf den Kopf stellen. Dem Prozess fehlt jede Rechtfertigung, jede Rechtmäßigkeit, egal von welchem Standpunkt. Also musste alles darauf hinauslaufen, dass sie schuldig sind. Und zu diesem Zweck hat man falsche Zeugenaussagen erfunden, Erklärungen fingiert, mit den Methoden der Inquisition erzwungen. Daher ist der ganze Prozess in Wahrheit null und nichtig. Bereits im ersten Verhör hatte der Großmeister die Schuld eingestanden. Wie wird er nun aussagen? Durchschaut er das böse Spiel? Haben Sie Falschaussagen gemacht oder Unwahrheiten gesagt, aus Angst vor der Folter oder dem Gefängnis? Haben Sie die Wahrheit verschwiegen? Nein, ich habe nichts als die Wahrheit gesagt beim Heil meiner Seele. So jedenfalls notiert es der Schreiber. Und nun kommt einer, der den Hauptangeklagten überführen will, der Kanzler des Königs. Wird Jacques de Molay sich wieder schuldig bekennen? Den Kirchenvertretern heuchelt der Kanzler Ergebenheit vor. Mit falscher Bescheidenheit beginnt er. Wollen Sie den Orden verteidigen? Ja, denn ich kenne niemanden, der so für die Verteidigung des Christentums und gegen die Feinde des Glaubens gekämpft hat. Niemanden, der williger sein Leben und Blut gegeben hat, der so von den Feinden des katholischen Glaubens gefürchtet wurde. Man liest, dass Saladin, der Sultan von Babylon, vom Großmeister und den Ordensleuten verehrt wurde. Derselbe Saladin besiegte sie, weil sie sich sexuellen Lastern hingegeben hatten. Sie haben sowohl ihren Glauben als auch die Ordensregeln verraten. Niemals habe ich derart Niederträchtiges gehört. Der Großmeister ahnt, aus diesem Kampf gibt es kein Entkommen. Hatten die Templer nicht gewaltige Festungen errichtet, um die Herrschaft der Christenheit zu sichern? Hatten sie nicht ihr Leben gegeben, um das heilige Land gegen die Ungläubigen zu verteidigen? Die Kreuzritterburgen im Orient zeugen noch heute davon. Die Burg Crac de Chevalier. Von der Türkei über Syrien und den Libanon bis nach Palästina erheben sich die weithin sichtbaren Symbole der einstigen Macht der Christenheit. Jerusalem, der Tempelberg, Schnittpunkt der drei Weltreligionen. Hier stand der Tempel Salomos. Nach diesem Ort, sowohl ein jüdisches wie ein muslimisches und auch ein christliches Heiligtum, wurde der Orden benannt. Die armen Ritter vom Tempel Jerusalems. Nahe beim Grab Christi versammelten sie sich zum Gottesdienst. Hier nahmen sie auch militärische Befehle entgegen.
Noch heute erheben sich an der alten Stadtmauer Jerusalems mächtige Befestigungsanlagen aus der Zeit der Kreuzfahrer. Die Stadt, im Jahre 1099 von den Kreuzrittern erobert, wechselte mehrmals die Herrschaft. In erbitterten Kämpfen am Ende des 13. Jahrhunderts sollten die Templer demütigende Niederlagen erleiden. Die letzten Ritter der Kreuzzüge. Nach Jerusalem fielen auch die anderen Städte im Heiligen Land an die Muslime zurück. Als letzte Bastion wurde Akko gehalten. Die alte Karawanserei, Knotenpunkt für den Handel zwischen Orient und Okzident. Die mächtige Kreuzfahrerstadt musste 1291 aufgegeben werden. Am Ende flohen die Templer vor den übermächtigen Muslimen. Diese zogen nach fast 200 Jahren wieder in die Hafenstadt ein. Der Verlust des Heiligen Landes wird den Templern im Prozess als Verrat angelastet. Verrat warf man ihnen auch dafür vor, dass sie die Toleranz und Klugheit ihrer Feinde schätzen gelernt hatten. Es gab in ihren Einheiten sogar islamische Söldner und Unteroffiziere. Die Achtung vor den Muslimen wird in Europa als Treuebruch angesehen. Das traurige Ende einer längst nicht mehr heroischen Epoche. Verbittert zogen die Überlebenden nach Westen, einer ungewissen Zukunft entgegen. Der verlorene Krieg hatte die Templer völlig demoralisiert. Nur wenige blieben standhaft, trotz der Folter. Ich wurde so schlimm gefoltert, so verhört und dem Feuer ausgesetzt, dass meine Fersen verbrannten und die Knochen zerbrachen. Und dennoch, ich werde meinen Meister bis in den Tod verteidigen. Mit diesen Worten diktiert der Angeklagte sein eigenes Todesurteil. Die Mehrheit der gefangenen Templer brachte die Kraft nicht mehr auf, sich den zermürbenden Verhören zu widersetzen. Viele haben ihr Leben unter der Folter gelassen oder die grausamen und unerträglichen Haftbedingungen nicht überlebt. 7 Jahre sollte der Prozess dauern. 7 Jahre in der Hoffnung, die Wahrheit möge siegen und der Papst sich in aller Öffentlichkeit zur Unschuld der Templer bekennen. Er war der Einzige, der sie rehabilitieren und dadurch vor dem sicheren Tod retten konnte. Welche Geheimnisse haben sie mit in ihr Grab genommen? Warum haben sich die einst so gefürchteten Tempelritter nicht dagegen gewehrt, auf den Scheiterhaufen geführt zu werden? Ein letztes Mal den Papst herausfordernd widerrufen einige ihr Geständnis. Der antwortet mit einem kühlen Brief. Er lässt die Templer endgültig fallen. Unser heiliger Vater hat erlassen, dass alle, die jetzt widerrufen, verdammt sind und dem Feuer übergeben werden. In Paris werden 70 Templer, die widerrufen hatten, an einem Tag hingerichtet. Aus Sicht der Kirche wiegt das schwerer, weil es sich um einen Rückfall handelt. Das heißt, wenn man hinter ein Vergehen, das man bereits gestanden hat, zurückfiel. Deswegen wurden einige Templer verbrannt. Wer sich schuldig bekannte, kam nicht auf den Scheiterhaufen. Das Geständnis der Verbrechen wurde vergeben. Wer zurückfiel, wer sagte, nein, ich habe kein Verbrechen begangen, der wurde zum Tode verurteilt. Erst als klar ist, dass niemand den Templern zur Seite steht, bietet Gerard, einer der engsten Vertrauten des Großmeisters, dem Inquisitor die Stirn. Dieses Verhör ist eine Farce und ohne jeden Sinn. Wenn ich mich in Freiheit befände, würde ich meine Rechte verteidigen. Es ist ein verzweifelter Versuch, das Verfahren als Schauprozess zu entlarven. Wir haben nicht die Macht, sie freizulassen. Unsere Aufgabe ist es, Ermittlungen gegen den Templerorden zu führen, antwortet der Inquisitor. Das Todesurteil ist gesprochen.
Nun erfährt der König, dass auch Jacques de Molay widerrufen hat. Noch bevor ein Richterspruch ihn daran hindern kann, befiehlt er die Exekution. Im letzten Moment gibt Jacques de Molay durch seinen Widerruf dem Orden seine Würde zurück. Woher kam der Sinneswandel? Hat ihn, der über Jahre die Beschuldigungen eingestanden hatte, die Hoffnung doch noch bewogen, der Papst werde in letzter Minute die Templer von aller Schuld freisprechen? In der Stunde des Todes verflucht er die, die für seine Hinrichtung und den Untergang des Templerordens verantwortlich sind, den König und den Papst. Jacques de Molay soll gesagt haben, dich, Papst Clemens, lade ich in einem Monat vor das göttliche Gericht. Dich, König Philipp, in einem Jahr. Wenn wir das Datum vom 19. März 1314 für die Hinrichtung akzeptieren, der Papst starb am 20. April 1314 in Roquemaure und König Philipp der Schöne starb am 29. November des gleichen Jahres bei einem Jagdunfall, dann entsprechen diese Daten dem Fluch. Der König konnte den Orden vernichten, aber es sollte ihm keinen Nutzen mehr bringen. Und der Papst, der hier in Roquemaure starb? Aus dem erst vor kurzem entdeckten Dokument wissen wir, dass er die Templer in Wahrheit für unschuldig hielt. Wurde er, wie so viele vor und so viele nach ihm, vergiftet? Oder starb er, weil er seine Schuld nicht länger ertragen konnte? Das Grab von Clemens dem V., der verfluchte Papst, so wird er noch heute genannt. Ein Papst, der seine Seele verkaufte, um nicht selbst als Ketzer auf dem Scheiterhaufen zu enden. Nach 7 Jahren Folter und Gefängnis wurden alle diejenigen freigelassen, die sich zu ihrer Schuld bekannt hatten. Viele zogen in Länder, in denen sie vor Verfolgung sicher waren. Zahlreiche Legenden ranken sich seitdem um die Tempelritter. Wie die von einem geheimnisvollen Schatz. Wurde er in den Pyrenäen versteckt? Oder im Norden Frankreichs? Gisors bei Paris, ein magischer Ort. Seit langem wird hier nach verborgenen Reichtümern gesucht, die unter diesen Mauern vergraben sein sollen. Templer, so wird überliefert, seien noch vor der Verhaftung gewarnt worden und hierher geflüchtet. Bis zuletzt verfügte der Orden über gefüllte Schatzkammern. Der sagenhafte Schatz der Tempelritter. Ist er nur ein Produkt der Fantasie? Oder wurden die Reichtümer wirklich vor dem Untergang des Ordens beiseite geschafft und in dunklen Kellergängen vergraben? Als vor 60 Jahren die unterirdischen Gewölbe von Gisors entdeckt wurden, glaubte man, einer Sensation auf der Spur zu sein. Seitdem ist jeder der weit verzweigten Kellergänge durchsucht worden. Auf einen Schatz ist man dabei nicht gestoßen. Anderen Überlieferungen zufolge flohen Tempelritter auf die britischen Inseln. Sind die Schätze des Ordens mit ihnen hierher gelangt? Die Könige in England hielten ihre Hand schützend über die Templer. Wie auch die Geistlichkeit. Verfolgung gab es kaum und Prozesse kamen nur zögerlich in Gang, mit wenig Erfolg. Spuren führen ins sagenumwobene Roslyn Chapel in Schottland. Hierher, so wird erzählt, sei der Schatz der Templer gebracht und unter der Krypta vergraben worden. Bis heute hat Roslyn Chapel sein Geheimnis nicht preisgegeben. Und der Orden? Ist er, wie behauptet wird, in Wirklichkeit nie aufgelöst worden? Existiert er im Geheimen bis auf den heutigen Tag? Der Wissenschaft gibt die Geschichte der Templer weiterhin Rätsel auf.
Es bleiben immer noch einige Aspekte über das Leben des Ordens zu untersuchen, den ein Geheimnis umgibt. Sowohl ein religiöses als auch ein militärisches Geheimnis. Viele Aspekte, auch wie der Orden in seinem Inneren funktionierte, müssen wir noch herausfinden. Der entdeckte Brief beweist nach 700 Jahren, dass der Papst von der Unschuld der Templer überzeugt war. Der Untergang des Templerordens war die Folge eines eingefädelten Komplotts, veranlasst von einem König, der nach Macht und Geld hungerte und in einem politischen Duell über den Papst triumphierte. Opfer des Verrats Jacques de Molay, der Großmeister, und mit ihm der gesamte Templerorden. Nicht nur ihr Leben, auch ihre Ideen von einer anderen Welt endeten auf den Scheiterhaufen der Inquisition. Vielleicht hatten die Tempelritter nach Jahren in der Fremde das Leben in Europa falsch beurteilt, hingen den längst veralteten Idealen der Kreuzzüge nach. Inzwischen aber herrschten neue Machthaber und mit denen kamen Erpressung, Intrige, Folter und Mord. Wie sollten sie sich dagegen wehren? Der letzte Kreuzzug der Tempelritter, die einmal angetreten waren, das heilige Land für die Christenheit zu retten, war ein Kreuzzug durch die Hölle.